Ihr habt alle den Skandal mit CNMG mitbekommen und jetzt gibt es ein neues Skandalvideo und ich möchte jetzt mit euch auf die gesamte Thematik eingehen. Wenn ich kurz meine eigene Meinung da kundtun soll, ich hab euch das immer gesagt in den Boxvideos, dann war ich ein riesen CNMG-Fan aus folgendem Grund, weil ich ihn charakterlich sehr schätze. Egal wer gegen ihn etwas gesagt hat, er hat sich nie öffentlich gegen irgendwen geäußert und er hat immer zu den Personen gestanden. Und bei all den Vorwürfen, ich hatte das Gefühl, dass die nahtlos, dass die haltlos waren. Aber nichtsdestotrotz habe ich mitbekommen, dass es jetzt mehr und mehr Leute gibt, die sich von CNMG distanzieren. Das heißt, ich will mir das mit euch gemeinsam angucken. Ich will versuchen, das zu bewerten. Nochmal, bei all den Sachen war ich immer davon überzeugt, dass er eigentlich unschuldig ist. Das ist das, was wir bei jedem bekannten Mann irgendwann sehen, dass man irgendwelche Vorwürfe aus der Luft zieht. So. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hat sich die Person, es ging ja Videos von einer angeblichen Ex-Freundin rum, die hat sich nie wirklich gemeldet, sie hat sich nie geäußert, man konnte die nie lokalisieren. Es war eine reine Stimme. Und nichtsdestotrotz, wenn es jetzt neue Vorwürfe gibt, etc., müssen wir uns das anschauen. Und ich bin gespannt, warum Bösemann, warum ein Werner Frankfurt, warum sich alle von ihm distanzieren. Schauen wir uns das Video an. Also es geht um das Boxen-Statement Manuelsen, Bösemann, CNMG. Korrekt finde ich es nicht, was er da gemacht hat und alles. Ne? Und das ist auch das, was du vorhin angesprochen hast, mit gekauften Boxkämpfen. Stellen sich dann immer gewisse Leute hin, ja Bruder. Für den gekauften Boxkampf kann CNMG nichts, Punkt. Ich sage euch das, ich bin ja bekannt geworden damit, dass ich gezeigt habe, wo betrogen wird im Boxen. Ist für mich unverständlich, warum Leute das nicht sehen. Aber es gibt ja unheimlich viele Dokumentationen, die darauf eingehen. Und das ist eine Sache, die ihr verstehen solltet. Der Gewinner weiß fast nie Bescheid. Es ist eine Sache im Boxen, das ist ja der Hauptgrund, warum Boxer so gut bezahlt wird. Und es ist einfach ein großer Spielraum für Korruption. Und Boxen ist auch leichter zu kontrollieren. Schaut euch MMA an, da kann eine Sache schief gehen, eine Hand mal zu hart geschlagen etc. Es ist anders. So. Im Boxen, ja, ein bisschen in der Doppeldeckung und dann in der dritten Runde sich hinfallen lassen. Das ist ziemlich einfach. Aber deswegen, ich bezweifle, also wenn ihr jetzt hier das der Vorwurf ist, dass CNMG davon wusste, ich bin fast davon überzeugt, dass er nichts davon wusste. Oder das ist doch mein Brot, außerhalb des Boxens noch, sich dann an Twitch hinzusetzen. Wenn das die Vorwürfe sind, Menschenskind, dann also beschwert euch gegen Universum, was ich sage. Da schätze ich CNMG, dass er nicht sich hinsetzt und als erstes direkt jetzt sagt, oh, guck mal, die haben betrogen, ich habe nichts mit denen zu tun. Sondern, wenn es dann so einen Skandal gibt, dass er erstmal abwartet, dass er den Menschen gegenüber sich so loyal verhält, egal was die von Unsinn gemacht haben, aber das nicht in die Öffentlichkeit tritt. Das ist eine Sache, die ich persönlich schätze und so beschissen ich Universum finde. Das ist ja das, was ich immer sage, dieser ganze Bullshit, der dort passiert. Auch dann dieses Öffentliche mit, oh, das ist das. Ich kann Universum absolut nicht ab. Ich bin auch absolut auf Ringlife-Seite gewesen. Ich fand Hammer, dass das angesprochen hat. Ein absoluter Saftladen, dass die Ringlife dafür angezeigt haben. Und ich hoffe, das Ganze wird noch öffentlich gemacht. Aber wir müssen uns immer überlegen, wer ist der Schuldige und wer ist eigentlich der Mitleidende. Und wenn ich euch jetzt sage, wen ich in meiner Umgebung haben möchte, dann möchte ich die Person haben, die sich, falls es irgendeinen Shitstorm gegen mich gibt, die sich nicht öffentlich gegen mich wendet. Und das hat CNMG gemacht. Punkt. Erstmal hiermit. Nichtsdestotrotz. Wir müssen jetzt ganz genau gucken, was hier an Vorwürfen kommt. Und da bin ich gespannt. Mit Manuelsen, aber nur, der böse Mann ja wieder Platzaxt rauskaut. Der wollte ja, hat ihm Rückkampf ja zugestimmt mit Manuelsen, aber nur MMA. Manu sagt nein, wir boxen nur. Ja gut, so wie wir den böse Mann jetzt natürlich kennen, ne? Hat er gesagt, okay, dann boxen wir nur, aber ohne Handschuh. Also ich. Oh, Hammer. Ich bin auch voll auf Bösemanns Seite bei der Sache. Ich habe Manuelsen immer in Schutz genommen. Aber bei der Forderung 100% Bösemann. Also er hat gewonnen und er hat das von vornherein, er hat seinen ersten Kampf hat das gefordert. Er hat sich trotzdem gestellt. Er hat das Undenkbare geschafft. Und jetzt, Manuelsen, du hast verloren. Halt dich gefälligst an die Regeln. So, du, wie sagt man, der Prophet muss zum Berg kommen, nicht der Berg zum Prophet. Ich bin mal gespannt, was der Manu jetzt dazu sagen wird. Und CNMG angeguckt? Nein. Ich gucke mir auch keine Kämpfe vom CNMG an. Ja, aber warum? Wir hatten ja oft miteinander telefoniert, er war ja auch bei mir daheim und wir waren ja auch befreundet. Oh, okay, jetzt scheint es so interessant zu werden. Also er guckt sich keine Kämpfe an und er sagt es auch so direkt. Und er kennt ja so die Konstellation, sag ich mal, da wo er boxt. Und dann kennt er einmal die Konstellation, wer sein Freund ist. Und wer von früh bis abends mit ihm zusammen ist und alles. Ne? Und da gab es halt in der Vergangenheit, das werden jetzt vielleicht viele da draußen nicht verstehen, aber da will ich auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Am Anfang habe ich noch so gedacht gehabt, du, ist doch alles okay, mach doch deine Boxkämpfe da, ist doch alles legitim. Ne?
ist doch alles okay. Aber wenn man zwischen zwei Parteien rumhüpft und alles, ne, dann sollte man sich eigentlich dann schon entscheiden, ne, wen man eigentlich mehr feiert. Ne. Und ich muss halt so sagen, in letzter Zeit, ich bekam halt auch Anrufe deswegen, aber mich selber hat es halt extrem gestört gehabt und alles, ne, dass er da, sag ich mal, sein Geld verdient. Das ist doch okay, alles gut, soll er doch machen und alles. Ne? Aber mittlerweile muss man halt ganz ehrlich sagen, er sollte sich schon mal überlegen, ne? Wer früh bis abends mit ihm rumläuft, dann sollte er sich vielleicht noch überlegen, wo er Freunde gehabt hat und alles. Ne? Und dann aber dann herzugehen und die andere Partei dann außerhalb des Boxens noch sich dann an Twitch hinzusetzen und dann so hoch zu feiern und alles. Das ist halt dann wiederum so eine Sache für mich, wo ich dann ganz ehrlich sage, okay, dein Geld kannst du doch da verdienen und alles, aber entscheide ich halt schon mal für eine Partei. Aber wenn man... Ach so, weil Sinanji jetzt mit beiden befreundet war. Und um wen geht es jetzt? Geht es jetzt um Bösemann und Manuelsen? Also, anscheinend, ja. Also ich, nochmal, das finde ich auch, also ich finde auch, dass man sich entscheiden sollte, aber... dann hergeht und schon sagt, dass das ein Freund ist und alles, dann sollte man nicht hergehen und dann andere Leute hochfeiern, nur weil jetzt plötzlich, da sag ich mal, Erfolg da ist. Also das würde ich jetzt zum Beispiel nie machen und es gibt auch bestimmt noch sehr, sehr viele Leute da draußen, die denken halt da, die haben halt noch ein Oldschool-Denken und alles. Ne? Es gibt auch junge Leute, ne? Die haben noch ein richtiges Hardcore-Oldschool-Denken und alles. Ne? Nehmen wir mal den Ding zum Beispiel her, ne? Zum Beispiel ein Cashmo oder so. Ne? Also beim Cashmo weiß ich ja, der sollte ja dort auch boxen und alles, ne? War ja auch schon im Gespräch und alles, ne? Als er da natürlich ja dann mitbekommen hat und alles und ich dann gesagt habe, du pass auf, das tue ich auf keinen Fall unterstützen und alles. Ich wäre ihm auch nicht böse gewesen, wenn er den Kampf angenommen hätte, wenn er ihn doch bekommen hätte und alles, ne? Aber der Cashmo, der hat gleich gesagt, sag ich, du, ich bin doch mit euch befreundet, dann boxe ich da auch nicht. Aber selbst wenn er es gemacht hätte, ich wär mir gar nicht böse. Aber der Cashmo zum Beispiel, das ist ja jetzt zum Beispiel einer, der ist wirklich noch geradlinig und alles. Ne? Dass er dort boxt, das ist ja seine Entscheidung. Deswegen hätte ich ihn auch nie angekreidet und alles. Aber mittlerweile, was ich da manchmal zugeschickt bekomme und alles, ne? Wie er da dann gewisse Leute dann feiert, mach doch dein Ding dort und alles. Aber dann fang doch nicht an und Bruder hin und Abi und Wester Herrgott, was nicht alles. Also da schießt man ganz ehrlich dann die Kotze oben auf und alles, ne? Also, aber gut, wie gesagt, das muss jeder... Zu viel Politik hier. Kann mir jemand erklären, um wen das hier jetzt geht und mit wem er sich jetzt angefreundet hat und wen er nicht Bruder nennen soll? Hat Werner Frankfurt mit irgendwem Stress? Muss jeder für sich selber entscheiden und alles. Also ich würd so weit gar nicht gehen. Ich persönlich, ich hätte dort auch gar nicht geboxt, ne? Es gibt andere, die haben es auch nicht gemacht. Es gibt andere, die haben Verträge dort gehabt. Am Anfang, dem blieb auch nichts anderes übrig. Ne? Aber es gibt ja auch einen Bösemann. Also ich glaube nicht, dass der Bösemann da auch noch mal boxen würde. Es gibt ja jetzt einen anderen Boxveranstalter, der Martin, ne? Ein sehr guter Freund von mir. Der hat sich auch an die Spielregeln gehalten von unserem Leben. Und das ist gut so. Na, genau, richtig. Und von da wird der Bösemann dann auch immer zu sehen sein, ne? wenn er boxt und alles. Und wenn der Sina nochmal, ich will es ihm nicht ankreiden, dass er dort boxt, auch andere, um Gottes Willen, ist doch alles. Aber dann herzugehen und dann im Internet noch den Leuten so eine große Plattform und die dann noch... Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Also wenn jetzt anscheinend Martin so scheint bei GMC zu sein und Sina G supportet halt... Wie heißt der nochmal? Die Besitzer bei Universum. Ey, die kann ich auch überhaupt nicht ab jetzt. Das ist nur meine Two Cents. Ne? Also, da bin ich schon voll bei ihm. Aber ja, guck mal, wenn jetzt CNG mit denen ein gutes Verhältnis hat, warum soll er sich da zerstreiten? Er hat dort angefangen. Also... zu feiern und alles und weißt du, und ich hatte jetzt auch wieder Video zugeschickt bekommen und alles, weißt du, wo das auch mit Ring Live und ein Boxveranstalter da drüber war und alles. Also... weißt du, doch noch ein bisschen Zucker bei Ringlife hinzutun, ein bisschen mehr Zucker halt darüber zu tun und alles. Ja, aber das ist für mich Sinanji. So, der ist halt jemand, der mit keinem Streit hat und nie hatte. Guckt euch an, als Mois schlecht geredet hat über Sinanji. Und das ist das, was ich im Kopf habe, wo es halt wirklich Mois gesagt hat, hier, der hat bei mir gestohlen, etc. Und dann kam, es war ein falscher Vorwurf.
Und Sinan G., all das, was er gesagt hat, wirkte absolut authentisch, also für mich glaubwürdig. Dann in seinem Statement hat er nicht einen Angriff gemacht. Das heißt, ihr habt jemanden, der euch öffentlich beleidigt hat, und dann sagt Sinan G., guckt, was soll ich denn hier jemanden noch angehen, der am Boden liegt? Das habt ihr jetzt. Das heißt, warum sollte Sinan G. jetzt seine Meinung ändern? Und das nochmal, in einer Welt, in der wirklich jeder dann dazu neigt, irgendwann auf den Schwächen zu gehen, bin ich voll auf der Seite von Sinan G. Nichtsdestotrotz, guckt, ihr merkt das ja, ich kann ihn hier auch unheimlich respektieren. Allein für die Tatsache, dass er sagt, hier, ich will das gar nicht öffentlich ansprechen, ich will da kein großes Ding draus machen. All die Sachen, die ich sage, das ist mein... Also er ist ja nicht sehr angreifend, er ist sehr, sehr vorsichtig und er distanziert sich einfach. Aber schauen wir. Er greift doch Partei und weißt du, das war für mich so... Das ist... Forderung, Partei ergreifen, verstehe ich. Rumgehüpfe, weißt du, das ist... Also für mich selber ist er zurzeit eine Fahne im Wind, wo nach links und rechts bläst. Und da muss er sich überlegen, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, da gewisse Aussagen halt zu treffen und alles. Aber alles gut, wenn er meint, das muss er machen. Und deswegen gucke ich mir auch keine Boxkämpfe mehr von ihm an und alles. Und fertig. Aber wie gesagt, man muss ja alles mit seinem Gewissen ja vereinbaren und alles. Ich habe mein Leben halt immer so geführt, wenn ich früh aufstehe und alles, ne, kann ich immer in den Spiegel reingucken, ne? Und das ist auch das, was du vorhin angesprochen hast mit gekauften Boxkämpfen. Ich will mich doch gar nicht äußern, ob die gekauft worden sind oder nicht. Da gibt es doch Experten da drüben. Und die sagen ihre Meinung dazu. Und da kann ich mich so einer Meinung, kann ich mich doch dann anschließen und alles. Ne? Aber wie gesagt, ich kann jeden Morgen noch aufstehen. Ne? Und wenn ich auf die letzten Jahrzehnte zurückblicke, ne, und noch sehe, wer alles in meinem Freundeskreis drin ist, dann muss ich sagen, ich glaube, so viel verkehrt in meinem Leben habe ich nicht gemacht. Ne? Und gerade wenn man älter wird, ne, dreht man sich schon vielleicht irgendwann mal um und blickt auf sein Leben zurück. Und dann kann man ja eigentlich froh sein, ne, wenn da 30 Jahre... Sehe ich auch so. Und das ist auch, also das ist eine Sache, nach der ich Personen bewerte, wie Menschen, die in deren Leben kommen, wie bleiben die befreundet etc. Und das scheint bei mir sehr stark. Also für mich, das wäre so ein Anzeichen, dass er ein Hammercharakter ist. Also nochmal, weil ich gebe null Wert darauf, was eine Person sagt. So, die Frage ist, wie handelt sie? Und wenn eine Person auf eine Art und Weise handelt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das wiederholt, sehr hoch. Wenn ihr meinetwegen jetzt im Freundeskreis seid und euch mit jedem zerstreitet und jeder irgendwas macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass wenn ihr die einzige Konstante seid in all den Mustern, die auftreten, dann ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es vermutlich an euch liegt und nicht an den anderen. Und deswegen, also nochmal, das hier bin ich voll bei ihm. Ehrliche Freunde noch sind, mit denen ist man nach wie vor genauso gut befreundet und alles. Ne? Und das ist ja, sag ich mal, so das Ergebnis, ja, sag ich mal, wenn man älter ist, auf sein Leben mal zurückzugucken, ne? Und zu sehen, wer alles da ist. Ne? Und wenn man dann sieht, wie viele Leute da sind, ne? Und Leute, wo man schon jahrzehntelang kennt und alles, ne? Das ist doch dann Erfolg. Also das ist Erfolg für mich. Aber doch nicht im Blödsinn, was er da abzieht und alles. Also ganz ehrlich, da hab ich keinerlei Verständnis dafür. Aber guck mal, mit der Frage hast du mich jetzt echt erwischt. Normalerweise beiß ich mal ja auf die Zunge drauf und alles. Es ist nicht meine Art, jemanden anzukreiden, jetzt da aus meinem Bekanntenkreis. Aber trotz alledem, noch suche ich mal meine Freunde so aus, weißt du. Und wenn da neue Leute in mein Leben eintreten und alles, weißt du, nach einer Zeit sieht man ja wirklich, ob das Freunde sind oder keine Freunde sind und alles. Aber korrekt finde ich es nicht, was er da gemacht hat und alles. Ne? Aber wie wir es ja alle aus dem Internet ja kennen und alles, ne? Stellen sich dann immer gewisse Leute hin. Ja, Bruder, das ist doch mein Brot, das ist doch mein Hack. Ne? Also wenn ich Brot haben will, ne, dann halte ich an einem Bäcker an. Wenn ich mein Hack haben will, dann halte ich am Metzger an und hole mir ein Kilo Hackfleisch, ne? Und alles. Und wenn ich es mir nicht leisten kann, ne, weil ich in irgendeiner blöden Situation halt da drin bin, dann verdiene ich mein Geld definitiv auf jeden Fall nicht so, dass ich mal so Klicks Eihamster und alles, ne? Dann gehe ich her, wenn ich wirklich kein Geld habe, und dann gehe ich zu einem Freund hin. Und wenn genug Freunde da sind, dann ist irgendeiner drunter, der mir mein Brot und mein Hack dann bezahlt, was ich mir holen werde. Aber ich sollte dann vielleicht zur selben Zeit vielleicht dann nicht vergessen, dass man, wenn man in solchen Situationen da drin ist und alles, ne? Und in solchen Situationen war ich ja auch schon da drin und alles. Ne? Ich kam ja irgendwann mal raus und hatte ja auch nichts und alles. Ne? Aber ich hatte nicht vergessen gehabt, dass ich eine Lohnsteuerkarte habe, ne? Und arbeiten gehen kann. Und das habe ich auch gemacht gehabt nach meiner Knastzeit. Ich hätte ja auch bestimmt hergehen können und hätte gewissen Leuten vor die Füße treten können oder gegen die Füße treten können oder vom Kopf stoßen können, wie man immer so sagt und alles. Aber das ist einfach Leute vom Kopf gestoßen. Ich verstehe es auch nicht, wieso es andere noch nicht ausgesprochen haben und alles. Aber ich finde es nicht okay und fertig. Aber
ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg. Er soll sein Ding machen und alles. Mein Ding ist es nicht. Einige vielleicht werden jetzt den ganzen Zusammenhang nicht verstehen, aber ich will da auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Er soll einfach mal nicht vergessen. Ja, ich habe das nicht so ganz verstanden. Also schau mal, ich gehe ein bisschen nach vorne, sonst schaue ich mir jetzt einfach, was Bösemann dazu sagt, weil der muss das ja noch eher verstehen. Deswegen, ich bin gespannt. Bösemann hat sich offiziell distanziert. Ich bin gespannt, was er jetzt dazu sagt, dass wir uns das angucken können. Und haben mal kurz geredet, haben auch miteinander dann telefoniert. Der hat ja auch vor, mit mir so eine Sparringsrunde zu machen. So ein paar Sparringsrunden zu machen. Also da hat er Werner vollkommen recht. Ich habe das ja auch bei meinem Statement gesagt, dass das Wort eines Edmonds, der von Ringlife in der Boxszene so schon eigentlich Gewicht hat. Schon Gewicht hat, weil, wie gesagt, man sieht das ja an seinem, der hat den größten Boxkanal, den YouTube-Channel in Deutschland. So. Und also so ganz ohne ist das nicht, wenn er da was sagt, weißt du, ich meine. Und der hat auch Ahnung, der hat auch Ahnung. Aber ich meine, gut, um jetzt da bei der letzten Veranstaltung, da hat man jetzt, musste man jetzt nicht unbedingt Boxexperte sein, um zu sehen, dass es da teils nicht mit rechten Dingen zuging. Hundertprozentig. Edmund hat das angesprochen. Hammer auch, dass er das, was ich damals gesagt habe, hammer, dass er sich dazu äußert, zu so einem Thema. Hammer, dass er, weil er hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er Verträge bekommen, er hat finanziell profitiert, teilweise davon, was da passiert ist. Wie böse man sagt, man muss ja kein Experte sein, um zu sehen, dass dort passiert ist. Aber für mich heißt das nicht, dass ein Sinan G davon wusste. Genau, die Sache mit dem Cashmo, wer sich daran noch erinnern kann, war ja damals mit dem Sinan G-Skandal und da war dann auch, es war dann tatsächlich kein Gegner mehr da. So, ne? Und es hat sich keiner mehr so zur Verfügung gestellt. Und dann hat der Cashmo sich angeboten gehabt und hat auch eigentlich schon fast eine Zusage bekommen, weil das ist wirklich niemand drauf eingeschrieben. Der hat dann in letzter Minute sozusagen dann noch einen Rückzieher gemacht gehabt. Genau. So. So viel dazu, zu der Sache mit Cashmo, weil ich weiß, wie das damals abgelaufen ist, genau. Wie er da dann gewisse Leute dann feiert dahin und Abi und Westerhagert, was nicht alles. Jetzt erfahren wir gleich hoffentlich, um wen es geht. Also da schießt man, gut, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden und alles. Also ich selber hab ja bei Universum gegen Sinan G gekämpft gehabt damals. Ich habe dem Kampf zugesagt, wir haben das ganze Ding öffentlich gemacht und ein Rückzieher kam für mich auf keinen Fall mehr in Frage. Weil ich war ehrlich gesagt dann auch nicht mehr so scharf drauf, bin ich ehrlich. Aber ein Rückzieher, weil die Begründung, warum ich dann einen Rückzieher mache, kann ich ja nicht sagen. Okay, aber seht ihr, es scheint wohl darum zu gehen, nicht bei Universum boxen zu wollen, ich bin gespannt gleich, aber es muss wohl, weil es um die Konkurrenz, weil dein Freund in der Konkurrenzorganisation ist, etc. Deswegen habe ich dann das Ding trotzdem durchgezogen, okay? Nur weil es dann geheißen hätte, ich hätte einen Rückzieher gemacht, ich hätte Angst gehabt oder wäre feige gewesen oder sonst irgendwas. Genau. Das war der Grund. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich da nicht mehr sozusagen boxe. So. Also ich würde so weit gar nicht gehen. Ich persönlich, ich hätte dort auch gar nicht geboxt. Na? Es gibt andere, die haben es auch nicht gemacht. Es gibt andere, die haben Verträge dort gehabt. Am Anfang, dem blieb auch nichts anderes übrig. Na? Aber es gibt ja auch einen bösen Mann. Also ich glaube nicht, dass der böse Mann da auch nochmal boxen würde. Es gibt ja jetzt einen anderen Boxveranstalter, der Martin, ne? Ein sehr guter Freund von mir. Absolut. Also, weil der Sinan, der hat ja immer gesagt, oder sagt ja immer, ich bin da bei denen unter Vertrag und keine Ahnung, der hat ja da links. Also, ich habe ja auch einen Vertrag unterschrieben. Ja? Aber nichtsdestotrotz ist... fertig. Ganz einfach. Ich feiere Bösemann. Einfach. So läuft das.
Es gibt gewisse Prinzipien, es gibt gewisse Kodex, an die ich mich halte. Und Hammer, aber seht ihr, dann muss es dort garantiert streitig geben. Da, wer hat's geblickt? So weiter. Männer von mir haben mir damals gesagt gehabt, hier, das ist eine eigene Geschichte da. Und deswegen, und der redet hier von Martin Trompeter, der hat das mit dem Dino zusammen organisiert bei GMC. Habe ich jeden Aspekt rausgefunden. Und das klappt nur trotz, ich will mich jetzt nicht hochloben, aber das war schon schwer verständlich vorher, oder? Den letzten Kampf gegen mich und Manuelsen, also mit mir und Manuelsen gegen Manuelsen. Es ist alles tipptopp, reibungslos abgelaufen, ohne irgendwelche Faxen. Und ein Hammerkampf, also ja. Oder sonst irgendwelchen Ding. Sehr korrekte und stabile Männer auf jeden Fall, vor allem der Martin, sehr guter Mann. Mag ich sehr gerne, habe ich hart ins Herz geschlossen, weil wir sind vom Mindset her und allgemein vom ganzen Ding, sind wir schon auf einem guten Level, so auf dem selben Level, you know. Und mit dem Werner sowieso, ich meine, wir verstehen uns sehr gut. Wir sind halt auch... Wenn wir jetzt darüber sprechen und es dann aber Streitigkeiten gibt, weil Martin Trompeter war, wenn ich das richtig im Kopf habe, sehr, sehr gut befreundet mit Mo Abdallah. Und Mo Abdallah ist ja jetzt jemand, der, das war ja eine Sache, die Senat Gashi angesprochen hat, der ist ja sogar mit dem Universum-TikTok-Account, ist der Livestream gegangen etc. Weiß einer von euch, wie die Beziehungen dort dann sind? Also das muss ja zwangsläufig, wenn jetzt Bösemann sagt, ich zerreiße den Vertrag und Mo Abdallah aber dann quasi, ich will das nicht in irgendwie lustiger Sprache machen, aber wenn Mo Abdallah jetzt quasi dort das, wie sagt man das, der Vorzeigekämpfer ist, hat das zu irgendwelchen Konsequenzen geführt? Muss es ja, zwangsläufig. Werner Frankfurt macht hier gerade Sinan G verantwortlich dafür, dass er sich trotzdem, Mensch, ich habe vergessen, wie der Typ von Universum hieß, ne? Dass er den Abi genannt hat, etc. Das gleiche macht Mo ja auch. Das muss ja dann auch eine krasse Distanzierung gegeben haben. Und man sieht halt auch, der Werner, der hat auch hier seine Prinzipien und seine Dinger. Wer Scarface gesehen hat, also nochmal, ich bin hundertprozentig dann auch auf der Seite von Bösemann. Das ist auch eine Sache, die ich immer verlangen würde, dass wenn jemand dann in so einer Situation ist, dass er sich klar bekennt, dass er klare Seite zieht. Weil alles andere für mich wäre immer feige. Jetzt die Frage, natürlich. Ne? Aber wenn, je nachdem, wie das Freundschaftsverhältnis ist, ist eine Sache, die in der Tat, ich glaube, mein Vater hat die immer gesagt, der hat gesagt, du kannst nicht von allen gemocht werden. So, weil wenn jeder dich mögen soll, kann niemand dich lieben. Dem Wort, dem Sinn nach. Es muss, du... Oder wenn du polarisierst, ihr seht das in allen bekannten Persönlichkeiten, da gibt es Leute, die dich lieben und die dich hassen. Und du musst halt immer dich zu einer Position bekennen, alles andere ist Charakterschwach. Zitiere ich mal kurz. Ein Mann ohne Prinzipien ist ein Kackvogel. Ja, oder? Nehmen wir Zitat, Bösemann. Er hat sich auch an die Spielregeln gehalten von unserem Leben. Und das ist gut so. GMC. Na, genau, richtig. Und von da wird der Bösemann dann auch immer zu sehen sein, ne? wenn er boxt. Auf jeden Fall. Und wenn der Sinan nochmal, ich will es nicht ankreiden, dass er boxt. Auf jeden Fall. Also das Ding mit Martin und Dino ist ja das AAA, also Asses All Artists. Auf jeden Fall super Jungs, super Männer, mit denen arbeite ich gerne zusammen. Werde ich auch weiterhin zusammenarbeiten. Und es sind auch Sachen wieder geplant und Sachen am Laufen. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alles. Also, weißt du, doch noch ein bisschen Zucker bei Ringlife hin zu tun, ein bisschen mehr Zucker halt darüber zu tun und alles. Ja, dann greift doch Partei und weißt du, das war für mich so, das ist rumgehüpft. So wischiwaschi. Also für mich selber ist er zurzeit eine Fahne und eine Fahne im Wind, wo nach links und rechts bläst. Und da muss er sich überlegen, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, da gewisse Aussagen halt zu treffen und alles. Aber alles gut, wenn er meint, das muss er machen. Und deswegen gucke ich mir auch keine Boxkämpfe mehr von ihm an und alles. Und fertig. Aber wie gesagt, man muss ja alles mit seinem Gewissen ja vereinbaren und alles. Ich habe mein Leben halt immer so geführt, wenn ich früh aufstehe und alles. Ne? So sieht's aus. Ich erkläre das mal kurz, was er, wovon er hier redet. Endlich, endlich, endlich. Okay, endlich. Zum Beispiel, kurzes kleines Beispiel, 2008 habe ich von wie fällt jetzt der Name nicht mehr, Amy Music, das ist ein Major, habe ich ein Angebot bekommen gehabt,
für einen Deal. Die wollten mir damals einen Deal anbieten. Die haben mir einen Deal angeboten, es ging um eine Viertelmillion, wo sie mir reinschießen wollten in dieses Bösemann-Projekt. Jetzt kommt das Aber. Das muss ich machen, das so muss ich das machen, anders so, ich muss. Ich habe gesagt, ich muss gar nichts. Macht euer Ding, wie ihr wollt, aber nicht mit mir. Und habe das Ding abgelehnt. Ganz einfach. Hammer. Also ich lass mich da nicht zum Hund machen. Für ein bisschen Geld. Auf jeden Fall, da muss ich kurz eingrätschen. Es mit dem Memo-Rap-Check. Das Ding, weißt du, guck mal, es hätte ja eigentlich niemand was gesagt. Es hätte ja niemand was gesagt, wenn der Memo-Rap-Check der einzige ist, der jetzt zum Beispiel Content von anderen nimmt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Sinan anguckt, der reagiert ja auch auf Content von anderen. Es ist ja nichts anderes, was er macht. Und theoretisch kann ja dann jeder den eigentlich auch. Na, da bin ich vollkommen anderer Meinung. Es war ja nicht das Problem, dass jetzt irgendwie darauf reagiert wurde. Es war das Problem, dass die Videos gezogen werden und dann, wenn es um irgendwelche Dinge gab, dass die direkt hochgeladen wurden. Also es war, dass der Content ungeschnitten weiter benutzt wurde und dass dann, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich habe es noch im Kopf damals, aber es ging dann irgendwie um Kritik etc. Aber dann verschiedene Punkte. Und dann, ich weiß auch noch, ich habe das mitbekommen, Memo Rap Check hat ja gelogen. Ich habe auch mitbekommen, Werner Frankfurt hat ja gesagt, irgendwie, ach, das sind nur Centbeträge, bla bla. Memo Rap Check hat ja gesagt, ich kriege irgendwie 10.000 Euro damit. Und ich will mich nicht einmischen dort in die Diskussion. Ich will nicht über Gier das Ganze machen, aber ich sage euch jetzt eine Sache. Wenn es jetzt hier um Sinan Gs Namen geht, und das ist eine Sache, über die können wir uns aufregen oder nicht, aber dann ist jedes Videomaterial, das er selber zur Verfügung stellt, das sein Anrecht, das gehört ihm. Und nicht ohne Grund konnte er die Sachen löschen. Ihr könnt jetzt dann sagen, aber ich erinnere mich auch, dass es diesen Streit gab, Sinan G, der dann noch telefoniert hat, mit dem Webcheck beleidigt etc. Das, was jetzt dargestellt wird, der Content wurde geklaut. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, war Memo Webcheck negativ gegenüber Sinan G. Und ist das auch, was ich immer sage, aus überhaupt keinem Grund, wenn ich anderen gegenüber freundlich gesonnen bin, dann bis zu dem Zeitpunkt, bis sie gegenüber mir unfreundlich werden. Dann ist der Zeitpunkt, wo ein Mann schwach wird, wenn er es akzeptiert. Also nochmal, wenn jemand dann anfängt, gegen euch etwas zu machen, etc. Oder wenn ich es jetzt richtig, während ich darüber spreche, kommt mir jetzt wieder in den Kopf, dass Memo Webcheck dann unbekannte Leute genommen hat auf seinem Kanal und die promotet hat, die gegen Sinan G geschossen haben, die mit falschen Vorwürfen kamen, etc. Das macht euch wütend, wenn jemand einen Skandal gegen euch größer macht. Und wenn er dann anfängt, euren Content zu klauen. Ey, also nochmal, wenn jetzt irgendwie böse man die Möglichkeit hätte, dass jemand sein Content einfach klaut. Und jemand macht die ganze Zeit, okay, es gibt irgendjemanden, der Bösemann aufs Schlimmste beleidigt. Und der wird dann von mir promotet. Und dann strikt Bösemann mich, beispielsweise, dafür, dass ich seine Videos nochmal, ungeschnitten etc., einfach so blind hochlade. Dann kann ich mich doch nicht beschweren darüber, oder? Also hundertprozentig auf Sinan-G-Seite hier kann man sich natürlich beschweren, oh, aber all dieser Scheiß mit Herzblut etc., null. Null. Das war gerechtfertigt, hundertprozentig. Also jetzt kommt die Webcheck-Geschichte. Und deswegen, ich will nur noch kurz einmal auf das Video dann eingehen, auf das ich eigentlich eingehen wollte, aber es wird ja dann vermutlich kommen, weil hier seht ihr schon das Video gegen Sinan G von Fakten, Frieden, Freiheit. Skandalvideo von Sinan G wurde geleakt. Wow, Alter. Eieiei, Sinan, was hast du dir dabei nur gedacht? Man kann sich doch als krasser Rapper und Boxer nicht einfach irgendeinen Metalldildo in den Arsch schieben. Tja. Und das ist halt wirklich passiert. Und ich würde jetzt gerne weit mehr was dazu sagen, aber es gibt noch keine weiteren Informationen. Das heißt, warten wir und gehen dann darauf ein. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und wir hören uns beim nächsten Mal.